Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Wolfram Müller von der Speed for Projects unter Vistem. Herzlich willkommen zum dritten Teil. Was kann man alles mit dem Smart Pipeliner tun? Dritter Teil beinhaltet Business Value Optimization, also letztendlich, welche Projekte sollten ins Portfolio? Wie optimiere ich das Portfolio so, dass der größte Business Value Nutzen für das Unternehmen rauskommt? Wie macht man das tatsächlich am besten? Man geht in die Projektliste, das ist ja das Portfolio, schaut sich an, welche Projekte sind drin. Die nächste Frage, nach welchem Kriterium schaut man sich die Projekte an? Gängiges Kriterium ist Return on Investment, sprich, ich gucke mir an, wie viel Deckungsbeitrag ein Projekt verspricht, und betrachte die Kosten, die durch das Projekt anfallen. Und das Projekt, das den besten Quotienten aus Deckungsbeitrag zu Entwicklungskosten verspricht, das wird als erstes gerankt. Ich habe jetzt hier mal noch ein paar Projekte eingefügt gegenüber dem letzten Mal. Und vor allen Dingen, was ich gemacht habe, ist hinter die Spalte H eine weitere Tabelle hinzugefügt. Hinter der Spalte H kann man beliebig Tabellen hinzufügen. Das ist gar kein Problem. Das kann man eben genau nutzen, um solche Betrachtungen zu machen. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe die Projektsheet so angepasst, dass ich die Aufwände nach den unterschiedlichen Gewerken letztendlich sehen kann. Wenn man also hier auf so ein Sheet klickt, sieht man jetzt Produktmanagement, Entwicklung, Quality Assurance. Und sieht jeweils die Summen der Aufwände. Das ist notwendig, um tatsächlich eine ordnungsgemäße Projektkostenrechnung zu machen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich viele Tage in der Entwicklung oder in der Qualitätssicherung habe. Das sind einfach unterschiedliche Kostensätze. Hier sind die Kostensätze: ein Produktmanager mit 800 Euro, ein Entwickler 850. Quality Assurance kann man öfters mal auch Nearshoring machen oder Hilfskräfte einsetzen, ist doch deutlich günstiger. Das ist also eine ganz normale Rechnung. Man multipliziert einfach die Aufwände mit den Kostensätzen und hat den Invest. Auf der anderen Seite habe ich relativ sinnfrei einfach mal ja, Contribution Margins angesetzt, und zwar jeweils für ein Jahr. Warum für ein Jahr? Weil ich gehe jetzt in dem Fall, um das zu zeigen, davon aus, dass die Produkte verkauft werden von dem Unternehmen, und in jedem Monat, in dem sie letztendlich online sind, verdienen sie Geld. So, das kann man dann ausrechnen. Man kriegt dann den ROI für die unterschiedlichen Projekte. Man kann dann nach ROI sortieren. Und das, was ich im ersten Teil gezeigt habe, man kann dann einfach staffeln. Im zweiten Teil und im ersten Teil habe ich das Verfahren mit der Redline gezeigt. Hier in dem Fall habe ich jetzt die Activity Levels verwendet. Also immer dann, wenn hier ein Activity Level bei dem Projekt eingetragen ist, der größer oder gleich diesem Activity Level ist, wird es berücksichtigt. Ansonsten wird es ignoriert. Das ist eine Variante, die man auch wählen kann. Letztendlich entspricht es, wie wenn hier die Redline wäre. Ich habe jetzt hier das Pipelining schon durchgeführt. Ich mache es jetzt einfach nur nochmal, dass man sieht, ob alles ordnungsgemäß ist. Tatsächlich sind hier die ersten schönen Auslastungen. Da wird wieder ein Tag abgearbeitet. Hier ist nicht ganz optimal ausgelastet, aber ich könnte jetzt kein anderes Projekt vorziehen und habe im Engpass 90%ige Auslastung. Also das ist letztendlich schon recht gut gelevelt. Die anderen sind nicht ausgelastet. Ist ein relativ übliches Bild. So, zurück zur Projektliste. Was man jetzt in dieser Tabelle machen kann, ist in die nächste Tabelle zu schauen. Wenn ich
hier einen Endmonat habe von dem Projekt, dann, also wenn das Projekt innerhalb der Timeline endet, steht hier ein Endmonat. Wenn es nicht in diesem Jahr fertig wird, steht hier, okay, es fängt an, endet aber nicht. Und die Inaktiven sind mit inaktiv gekennzeichnet. Was ich jetzt hier letztendlich mache, ist, wenn das am 5. Monat fertig wird, dann sind noch 7 Monate übrig. Im August sind noch 4 Monate übrig. Ich rechne letztendlich aus mit einer einfachen Stringformel, wie viele Monate noch übrig sind. Ich habe dann dividiert den Contribution Margin durch 12, multipliziert mit den Monaten und dann kriege ich letztendlich den Revenue ohne Abzug der Kosten letztendlich ausgerechnet. Hier steht noch die Summe, das heißt, in diesem Szenario käme so eine ungerade Zahl von 1,8 Millionen Euro raus. So, da wird jetzt jeder Betriebswirt sagen, okay, lässt sich sicher darüber diskutieren, ob das alles jetzt die richtigen Zahlen sind, ob das alles stimmt, aber die Vorgehensweise ist absolut korrekt. Wenn man sich den Teambelegungsplan anguckt, sind keine großen Überlasten drin. Man sieht schön die Staffelung, die Termine stimmen. Letztendlich einwandfrei. So könnte man ein Budget durchgehen lassen. Man wird sich wahrscheinlich einen Gedanken machen, was man mit den überzähligen Ressourcen macht. Das ist ein bisschen satt ausgelegt. Aber letztendlich ist das alles akzeptabel. Damit könnte man eigentlich sagen, man wäre schon fertig. Was ich jetzt aber zeigen will, ist, dass es nach der TOC, Theory of Constraints, noch eine Alternative gibt, wie man sein Business optimieren kann. Das läuft letztendlich unter dem Begriff Throughput Accounting, und es heißt nichts anderes. Eigentlich ist die Quality Assurance mein Bottleneck. Und ich muss viel genauer betrachten, was in dem Bottleneck passiert. Ich möchte das jetzt einfach mal kurz zeigen. Ich nehme einfach die Projektliste, mache einfach eine Kopie davon. Voilà. Das heißt, ich habe jetzt letztendlich eine Kopie gemacht. Die benenne ich einfach um als ROI, dass ich weiß, dass es klassisch ist und die neue Projektliste ist genau wie vorhin auch einfach eine Kopie davon. Ich lasse es einfach mal laufen. Funktioniert alles noch wunderbar, gleiches Ergebnis. So, jetzt habe ich natürlich eine dritte Tabelle gemacht und nach der TOC ist eigentlich nur relevant der Aufwand im Engpass. Das heißt, das lukrativste Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass der meiste Deckungsbeitrag pro Manntag im Engpass entsteht. Das heißt, ich habe hier einfach den Quotient gebildet und dadurch ergibt sich aber eine ganz andere Reihenfolge. Das heißt, ich nehme das ganze Portfolio, so wie es ist, sortiere das. Ich lasse die, ja, ist egal. Ich nehme das ganze Portfolio und sortiere das nicht mehr nach dem ROI, sondern ich sortiere das nach dem TOC. So, sorry, dass ich da ein bisschen gucken muss. Und es wird absteigend sortiert, weil ja das größte Projekt das interessanteste ist. So. Jetzt ist hier eine Div 0, das heißt, das hat gar keinen Aufwand im Engpass. Dann nehme ich das einfach mal und schiebe das nach unten. Und jetzt habe ich genau die Sortierung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nach TOC. Jetzt stimmt natürlich die Reihenfolge nicht mehr. Das heißt,
Ich muss letztendlich das Pipelining durchführen. Ich zeige das jetzt einfach noch mal ganz kurz, wie das geht. Ich setze tatsächlich erstmal alle auf aktiv. Die von hinten her setze ich auf Dezember. Ich fülle die Pipeline von hinten auf und dann starte ich mit dem ersten Projekt, erzeuge die Übersicht und ganz klar, da ist noch genug Luft drin. Das heißt, das erste Projekt startet bei 1, also das nächste Projekt startet auch bei 1. Auch kein Problem, immer noch nirgends überlasten. Dann starte ich das nächste einfach auch sofort. Da habe ich jetzt hier ein Artefakt erzeugt. In dem Monat gibt es noch gar keine Ressourcen. Also muss ich tatsächlich hier einen Monat warten. Und Sie sehen, wie einfach das funktioniert. Ich fülle einfach von hinten her auf. Alles klar, alles grün. Das nächste Projekt starte ich jetzt einfach auch mal wieder im Januar. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Immer noch kein Problem. Wieder eins im Januar. Und jetzt sieht man schon den ersten Effekt. Sie können unheimlich viele Projekte gleichzeitig im Januar starten, weil jetzt die Projekte natürlich nach vorne sortiert werden, die wenig Aufwand in der QS verbrauchen. So, jetzt hat es zum ersten Mal geknallt. Die 8, die werden mit den anderen nicht mehr funktionieren. Das ist auch eine deutliche Überlast. Das heißt, dieses Projekt 1, das muss ich jetzt einfach mal um 3 Monate verschieben. So, anders wird es gar nicht funktionieren, offensichtlich. Wunderbar, jetzt sieht man wieder, dass alles im Grün ist. Das nächste Projekt 6. Ich probiere es jetzt einfach nochmal bei 1 oder bei 2, weil durch das Verschieben von dem einen Projekt ist ja Luft frei geworden und mein Gefühl sagt mir, dass das schon ganz gut funktioniert. Das sieht man jetzt auch. Da hätten wir es nicht mehr reingekriegt, das nächste Projekt. Aber da passt es noch wunderbar. So, jetzt sind wir beim Projekt 3, das als nächstes kommt. Das Projekt 3 geht wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell. Setzen wir das mal auf 6. Mal gucken, was da passiert. Projekt 3 auf 6. Na, das würde ich sagen, das wird auch knapp. Wenn ich das nach vorne ziehe, wird es auch nicht gehen. Das heißt, ich will dieses Projekt wahrscheinlich auch nochmal um 1 verschieben. Dafür kann man das Projekt 7 wahrscheinlich früher starten. Gucken wir mal. So, das Projekt 7. Ja, das wird auf jeden Fall noch gehen. Ja, das erzeugt da ein bisschen Überlast, ein, zwei Tage, aber die sind im September schon wieder aufgebraucht. Dann das Projekt 10. Starten wir mal. Im September habe ich gesagt, dann starten wir es mal im August. Mal gucken, wo es landet. Das Projekt 10 landet hier. Das könnte sogar noch einen Monat früher starten. So, jetzt immer wieder gucken und Sie sehen, wie man es von hinten letztendlich auffüllt. Zack, zack, zack. Jetzt sind wir hier voll. Jetzt ist noch der Dezember. Der Dezember noch frei. Da kann man jetzt einfach mal gucken, was man noch im Dezember reinpackt. Wobei man muss natürlich sehen, dass dieses Projekt nicht mehr wirklich dieses Jahr fertig wird. Also wahrscheinlich nicht mehr fürs Budget relevant ist. Starten wir es mal bei 10 und gut. So. 3. Das 12er. Also das bringt jetzt wahrscheinlich gar nichts. Also da kann man die Projekte starten, aber die werden natürlich alle nicht mehr fertig. Okay, also das wäre jetzt optimal gepipelined und beim Projekt 9 ist dann finito. Projekt 9 wird man dann als inaktiv setzen. So, und jetzt kann man sich natürlich angucken. Jetzt ist hier eine Summe von 2,17. Also nach ROI haben wir ein Revenue erzeugt von diesem Betrag und nach TOC haben wir erzeugt
diesen Betrag. Sorry. Einfügen. So. Genau. Ich würde schon mal sagen, das ist eine kleine Steigerung. Die Kosten sind nicht gestiegen. Aber letztendlich haben wir hier jetzt einfach mal so 16% rausgeholt. So, und das ist relativ typisch. Ich habe jetzt hier jetzt auch relativ willenlos einfach die Projekte genommen, gar nicht sehr darauf geachtet, dass da eine wunderschön große Zahl rauskommt. Aber unserer Erfahrung nach ist das eine recht realistische Zahl. Sobald man anfängt, sich um den Engpass zu kümmern, tritt sowas ein. Ich habe vorhin aber eine Sache übersehen, die möchte ich Ihnen einfach auch noch zeigen. Oder zwei Sachen, die wir nicht gesehen haben. Hier steht ein DIF 0. DIF 0 bedeutet nichts anderes, dass da ein Projekt ist, das letztendlich den Engpass gar nicht belastet. Und die Grundregel ist, alles was den Engpass nicht belastet, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das in den anderen Teams reinpasst. Mache ich jetzt einfach mal hier aktiv setzen und auf 1. Das ist jetzt in dem Fall ein Forschungsprojekt, da brauchen Sie keine QA dazu. Das können Sie einfach so machen. Gucken, ob es noch reinpasst, ob es irgendwo ein Problem gibt. In der QA kann es keins geben. Okay, hier bei Research, da tut es an einer Stelle ein bisschen weh. Also gucke ich doch einfach mal, wie ich das wegkriege. Ich habe hier eine Last von 15 auf 12. Also wenn ich diesen Zehner hier noch ein bisschen verschieben würde und aufteilen würde, würde das schon einmal ganz gut klappen. Ich könnte es natürlich auch verschieben. Spielt eigentlich gar keine Rolle, aber Research verschiebe ich eigentlich nicht so gern. Das heißt, ich gehe einfach hin und verteile hier ein bisschen die Last. Sowas ist auch möglich, möchte ich gar nicht verneinen. Oftmals sind es sogar die guten Lösungen, um Spitzen abzubauen. So, das heißt, ich habe das Research-Projekt jetzt drin. Okay, das ist jetzt da fertig. Das Research-Projekt bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel Deckungsbeitrag. Sind auch 40.000. Ja, sollte man nicht ignorieren. 40.000 ist schon ein halber Mann, den man natürlich dann wieder in die QA stecken kann. Oder schon ganz am Anfang in der QA. Nach TOC plus Research. So, was haben wir da? 221.373. Wunderbar. Wieder ein paar Euros gefunden. Okay, ansonsten da ist noch ein beliebtes Projekt. Das ist ein Cost Improvement Projekt. Das hat eine Contribution Margin von bloß 12. Keine Ahnung, was das ist. Ich gucke gleich mal in das Projekt rein. Es hat einen relativ hohen Invest. Also es hat einen negativen ROI. Jeder Betriebswirt wird natürlich da sagen, Finger weg. Das ist auch kein Cost Improvement. Das erzeugt eigentlich nur Kosten. Ich habe das natürlich vorbereitet. Ich weiß, was da drin steht. Jetzt gehe ich da einfach mal rein und gucke mir überhaupt mal an, was das ist. Okay, das ist ein Cost Improvement, das war so eine Anregung aus der Mitarbeiterschaft. Und zwar geht es darum, Interfaces für die Bibliotheken zu bauen, sodass die QA automatisiert testen kann. Damit kann man 3 Personentage pro Monat sparen. Das heißt 3 mal 12 mal 350, da kommen die 12.000 Euro her. Also 12.000 Euro an Personal kann man sparen. Aber dummerweise braucht man halt eben 20 Tage in der Entwicklung. Entwicklungstage sind teurer, daher dieser negative Return on Investment. Also als Betriebswirt würde ich jetzt natürlich sagen, ist natürlich Humbug, das zu machen, kostet mehr, wie es bringt. Wenn man aber weiß, dass die QA der Engpass ist, dann ist das natürlich plötzlich super, super interessant. 3 Tage mehr Engpass, das müsste auch sich im Durchsatz bemerkbar machen. Also,
Würde ich jetzt einfach mal sagen, Entwicklung ist ja auch nicht unser Engpass. Auch hier aktivieren, gucken, was passiert. Und jetzt habe ich mir was erlaubt. Also dieses Sheet kann auch solche Geschichten machen. Sie haben ja noch in Erinnerung, dass es da eine Kapazitätstabelle gibt. Und ich habe jetzt hier eine Formel dazugefügt. Sobald dieses Cost Improvement Projekt fertig ist, werden hier zu den Kapazitäten 3 Tage im Monat dazu addiert. Das heißt, im Moment, ich gucke gerade mal, Summe von der QA, im Moment haben wir 142 Tage. Das ist also die Bottomline. So. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze aktiviere, müsste hier hinten von inaktiv wechseln auf aktiv. Ich muss natürlich jetzt zuerst gucken, hat das alles reingepasst, haben die 10 Tage reingepasst, ja, haben noch knapp reingepasst. Ich habe da einen kleinen Überhang erzeugt, aber der ist relativ bald aufgelöst. Also ich habe den Teambelegungs Plan generiert. Man sieht jetzt hier, das Cost Improvement Programm endet, ist im Februar zu Ende und jetzt müsste ich in den Kapazitäten hinten sehen, dass ab Februar 3 Tage mehr zur Verfügung stehen. Mit ZIP-Programm habe ich jetzt letztendlich folgende Summe. Ich habe 172 und auch hier wieder. Das geht ja in den Engpass. Das heißt, ich müsste hier mit 20% auf Dauer 20% mehr Durchsatz. Also nicht 120% mehr Durchsatz, sondern das ist natürlich minus 1, 21% auf Dauer. Wird sich jetzt natürlich nicht ganz so stark auswirken, weil es manchmal auch Verschiebungen gibt. So, die nicht ganz ausgleichbar sind. Das heißt, mit den neuen Kapazitäten, das müssten sich eigentlich schon im Teambelegungsplan sichtbar mal werden. Die sind noch nicht drin. Alles klar. Das heißt, ich muss das einfach nochmal laufen lassen. Jetzt lasse ich es nochmal laufen. Und jetzt sieht man es natürlich deutlich. Die Kapazität, die Auslastung runtergegangen. Was man auch sieht, was jetzt als nächstes passiert. Jetzt ist nicht mehr ganz so eindeutig, wer wirklich der Engpass ist. Da muss man jetzt dann natürlich in Zukunft aufpassen. So, jetzt gehen wir aber wieder weiter. Das ist alles noch in Ordnung. Das Cost Improvement Programm hat jetzt hier ein bisschen Aufwand erzeugt. Das heißt, ich habe jetzt hier 14 von 18 Tagen verwendet. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich das Projekt 6 um einen Monat nach vorne ziehen. Einen Monat nach vorne, klick. Wieder gucken, funktioniert's noch? Wunderbar. Hier habe ich jetzt 5 übrig. 5. Das hier kann ich nicht vorziehen, weil es reicht nicht. Dann würde ich letztendlich das Projekt 7 um 3 Monate vorziehen. Das Projekt 7 um 3 Monate. Jetzt muss ich allerdings immer ein bisschen Acht geben, dass das mit der Entwicklung unten noch klappt. Hier ist jetzt definitiv schon ein Überhangproblem entstanden. Also das Projekt 7, das kann ich definitiv nicht so weit nach vorne schieben. Muss ich letztendlich noch mal gucken, eins nach hinten, ob es da noch funktioniert. Das ist jetzt Leveling. Okay, jetzt habe ich hier eine Welle erzeugt. Die wird aber da hinten spätestens wieder abgebaut. 83, 92, das braucht man wahrscheinlich, um die Tage wieder wegzukriegen. Aber das Projekt 10 kann man jetzt wieder um einen Monat nach vorne ziehen. Projekt 10, einen Monat nach vorne. Wieder gucken. Sieht ganz gut aus.
Hier sieht's okay aus, hier sieht's okay aus, 60%, 70%. Hier ist es, das heißt, ich kann auch diese Projekte schon wieder um ein, zwei Monate nach vorne ziehen, werde ich jetzt einfach auch machen. 8, 8, gucken wir mal, was passiert. Ach, das sieht alles ganz gut aus. Hier sieht's auch noch ganz gut aus. So, das heißt, ich habe jetzt allein durch die Tatsache mit den Mehrkapazitäten in der QA, wobei ich das wahrscheinlich noch gar nicht richtig gemacht habe. Also die 12, die kann man sicher noch mal um eins nach vorne ziehen. Das ist jetzt einfach nur, um's zu zeigen, wie das letztendlich funktioniert. Von hinten her anlasten. Alles klar. Ja, das wäre so also auch noch eine Option. So, und jetzt kann man natürlich wieder gucken, wie viele Projekte wir jetzt drin haben. Okay. Also nach TOC, nach Research plus QA haben wir jetzt 2, 3, 55, 206. Wie gesagt, das ist also nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber das würde jetzt entsprechen einer Steigerung von, naja, 26% immerhin. Typischerweise, wenn wir tatsächlich Critical Chain einführen, kommen wir noch auf höhere Steigerungen, weil hier ist ja die Work-in-Progress-Begrenzung schon im Vorfeld passiert. Normalerweise müssen wir erstmal so 30 bis 50% der Projekte einfrieren, um den Fluss zu erzeugen. Der Hub ist also noch viel, viel größer in einem normalen Unternehmen. Nur um einfach zu verdeutlichen, nach ROI, das eigentlich betriebswirtschaftlich im Moment anerkannte Verfahren, hat man definitiv nicht das Optimum, weil die Kostenrechnung auch Aufwände im Nichtengpass fast gleichgewichtet oder manchmal übergewichtet. Relevant für den Durchsatz ist aber nur der Engpass. Wenn man nach TOC priorisiert, hat man schon einen wesentlich besseren Gesamtvalue vom Portfolio. Wenn man dann noch Projekte, die den Engpass nicht belasten, hinzunimmt, kriegt man normalerweise eine bessere Insgesamtauslastung, kriegt nochmal einen Benefit. Und wenn man dann tatsächlich noch Projekte fördert, die dazu führen, dass der Engpass entlastet wird oder weniger benutzt wird, oder die mittleren Aufwände sinken, dann hat man natürlich einen überproportionalen Revenue. So, und das wollte ich Ihnen einfach zeigen. Ich denke, ich habe Ihnen auch gezeigt, wie das Pipelining läuft. Diese Art, wie hier gepipelined wird, ist in Unternehmen, in größeren Unternehmen, sogar AGs im Einsatz, mit Excel. Das ist gar kein Thema. Das kann man mit Vorständen zusammen machen. Das geht on the fly. Man kann super schnell reagieren und eben auch Budgets zusammenstellen, die dann tatsächlich wirklich einen großen Nutzen bringen. Das wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, was man mit dem Smart Pipeliner alles machen kann. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich einfach an. Ich schicke Ihnen auch gern den Pipeliner zum Spielen. Wenn es dann ernst wird, müssen wir natürlich noch mal richtig reden. In dem Sinne wünsche ich einen guten Tag und viel Erfolg beim Business Value Optimization Spiel.